Herzlich willkommen zu einem neuen Commentary auf den Kanal der drei Erbsen. Neben mir sitzt Dario. Hallo. Jo, und wir haben uns heute mal ein kleines anderes Thema mal ausgesucht, nämlich Fastfood-Ketten. Jo, also erst gestern, also für euch vorgestern, waren wir mal in Kentucky Fried Chicken und ich dachte mir, oh, vielleicht wäre es mal ein lustiges Thema, Fastfood-Ketten, weil Kentucky Fried Chicken und, ja. KFC! Ja, die bekanntesten Deutschlands sind, von den allgemeinen Fastfood-Ketten sind ja McDonald's, Burger King, Nordsee, wie gesagt, Kentucky Fried Chicken und vielleicht auch die ganzen Booties, ja, die da überall rumhängen. Ich glaube, die kann man eigentlich aber auch weglassen, da die irgendwie sowieso bekannter sind als alles andere. Horst Peter. Ja, okay, also fangen wir bei McDonald's an. Das ist ja wohl wirklich die bekannteste Fastfood-Kette, ja. Ja, wir haben uns hier aufgeschrieben, also wir wollen die jeweils einstufen in Ekelfaktor, Geschmack, Preis-Leistungs-Verhältnis und ja, fangen wir einfach mal an. Also bei McDonald's ist ja Ekelfaktor, wie man früher, war der Ekelfaktor noch etwas größer als heute. Also früher hat man ja direkt Ziegelsteine genommen und heute wird das Vogelkacken-Extrakt diese Krabby Patty, diese Patties, wie heißen die? Na, diese Fleischstücken haben sie halt daraus gewonnen. Heutzutage ist es anders. Ja, heutzutage haben die so eine richtige Fabrik, wo dann der Schlamm hergestellt wird. Ja, oder die Hundescheiße wird und dann wird es zu einem Burger oder so. Genau, die haben so Hundezwinger sich schon gekauft, wo sie die Hunde reinstellen. Mhm. Also genau, das Gesundheitsamt hat sich auch schon sehr oft beschwert darüber. Ja, also, aber da sie gut bestechen konnten, immer sind sie immer noch geöffnet. Aber und nein, vor allem kauft sich jeder das. Mal jetzt im Ernst, also im Ekelfaktor war mal McDonald's mal wirklich erheblich schlimmer, bis es mal einen Skandal, glaube ich, irgendwie 80er, 90er gab. Da gab es einen Skandal mit McDonald's. Und seitdem haben sie halt ihre Reinlichkeitspolitik etwas abgeändert, und zwar in der Richtung, dass es tatsächlich Reinlichkeit gibt. Und eine ähnliche Entwicklung hat unser zweiter Kandidat auch Burger King hinter sich, würde ich sagen. Da kann man nicht viel zu sagen, die haben nämlich keinen Skandal hinter sich, soweit ich das weiß. Also wie Nordsee, KFC, KFC hat es nur mit den Hühnchen. Mhm. Und gehen wir gleich zu unserem Lieblingsthema über. Wir haben es ja vor kurzem erst gegessen, diese ganz klassischen panierten Dinger, so. Diese Hähnchenflügel. Geschmack. Ja. Naja, erstmal die Hähnchenflügel, ne? Die sind ja beim Ekelfaktor. Weil, also auch wenn sie ganz okay schmecken, muss ich sagen, ich konnte, als ich das auf dem Teller hatte, dieses KFC komische Böllchenteil da, nicht als KFC-Nahrungsmittel, also so, das wirkte auf mich so, also es war eckig halt, ja? Und das hab ich nicht verstanden. Warum ist mein Hühnchen, das panierte, eckig? Das sollte doch eigentlich ein Böllchen sein, ja? Und was mir auch selten bei so einem Fastfood-Essen, also ich esse ja irgendwie sehr gerne Fastfood, ist halt irgendwie so. Also bei Kentucky Fried Chicken war das so, ich habe ja Chicken Rings gegessen. Es waren sehr viele und irgendwie, mir gingen die schnell aus den Ohren raus. Die schmeckten immer gleich und irgendwie, irgendwann wurde mir komisch und dann musste ich mich irgendwie durchbeißen. Ja. Ja, nee. Also das, man hat ja gehört, dass die da auch irgendwelche Skandale haben. Also ab und zu ist mal ein Splitter von einem Knochen drin. Also teilweise bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Die Tierhaltung, hatten sie mal einen Skandal, glaube ich. Ja, oder ist also das... Also wer ein Herz für Hühnchen hat, sollte vielleicht nicht bei KFC essen gehen. Jo, also mein Hühnchen hat sich auch noch ein bisschen bewegt. Es war nicht ganz tot, war ganz schön eklig. Aber ich habe es geschafft. Es war gut zugebissen, sozusagen. Durchgebissen, aber durch das Problem. Ein Punkt, was gut ist bei Kentucky Fried Chicken, es schmeckt wie Hühnchen. Das ist bei McDonald's natürlich nicht der Fall. Ja, aber dafür ist es bei McDonald's homogenisiertes... Homo. Okay. so, jetzt... Ich glaube, ja, jetzt gehen wir einfach zum nächsten. So, gehen wir über zum Geschmack. Da sind wir jetzt auch schon ein bisschen rüber reingerutscht. Bei McDonald's, finde ich, schmeckt alles, wie ich es leicht angedeutet habe bereits. Wie, es ist halt das spannendste Geschmacksrichtung, die es gibt. So irgendwie einfach, es schmeckt halt nicht so, wie es soll letztendlich, muss ich sagen. Also das Fleisch schmeckt nicht so, wie Fleisch eigentlich schmeckt. Das Brot schmeckt so, wie Brot halt schmeckt für Burger, aber das ist auch das Einzige. Der Käse geht vielleicht noch, aber... Ich gehe trotzdem jedes Mal hin, weil es bei meiner Station direkt um die Ecke ist, wenn ich von der Schule komme. Ja, außerdem ist es ja Gewohnheit. Da hat McDonald's natürlich auch einen großen Vorteil, dass sie historisch gesehen einfach
schon länger da sind und einfach sozusagen die Leute so geprägt sind auf sie. Ich esse übrigens am liebsten den McChicken, wenn es interessiert. Hm. Ja, man muss natürlich immer dazu sagen, wir stufen jetzt hier den Geschmack ein. Trotzdem natürlich alle diese oben genannten ihr Zeug mit Geschmacksverstärker extremst zumüllen. Also jetzt kommen wir mal zu Burger King. Also ich meine, McDonald's macht sich, glaube ich, vom Geschmack her, ist nur essbar dadurch, dass es zu 20% aus Geschmacksverstärker besteht, ja. Also ich muss aber sagen, dass, obwohl ich immer zu McDonald's gehe, anstatt zu Burger King, der einzige Grund, dass ich nur zu McDonald's gehe, ist einfach, dass dass McDonald's viel mehr Filialen hat überall. Irgendwie Burger King ist total am Arsch der Welt bei mir, bei uns, hier Burger King. Ja. Ja, nee, Burger King. Weil Burger King ist eigentlich um Längen geiler, was der Geschmack angeht, finde ich. Ja, es schmeckt, man hat auch teilweise das Gefühl, dass es Fleisch ist und nicht irgendwie eine Art. Die Pommes schmecken wie Pommes. Die schmecken wie Kartoffeln. Ja, naja, also so dieses. Ich weiß nicht, das Fleisch alleine schon, ja. Das ist so. Bei McDonald's ist es so ein bisschen so das Gefühl, als hätten sie Fleisch genommen, in großen Mixer gemacht und das Extrakt dann in eine Form gegossen und. Irgendwie fest werden lassen und dann ja irgendwie gebraten, ja, und dann tiefgefroren. Dann tauen die das da auf für die Burger und flatschen die das alles zusammen irgendwie. Das wirkt alles total irgendwie scheiße. Das Bei Burger King ist es wirklich, habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich noch Fleisch irgendwo ist, ja. Ja, also da Burger King ist super. Ich generell würde, die Zutaten wirken etwas besser. Würde jetzt ein Burger King oder McDonald's nebeneinander in eine Filiale stehen, dann würde ich auf jeden Fall zu Burger King gehen. Ja. Ja, aber was bei McDonald's besser, die einzige Sache, die bei McDonald's besser ist im Vergleich zu Burger King, sind die Spielzeuge. Ja, Santo ist leidenschaftlicher Spielzeugsammler, ja, ja, naja. Okay, dann kommen wir erstmal rüber zu Nordsee. Oh, Nordsee ist super. Der Nordsee ist meiner Meinung nach das beste Fastfood-Lokal, was ich kenne. Bei Nordsee riecht es immer nach Fisch. Also Nordsee, ich esse da immer die Garnelen, die sind richtig lecker. Also bei Nordsee wüsste ich eigentlich nichts auszusetzen. Nordsee schmeckt einfach gut. Keine Ahnung, also Nordsee ist für mich irgendwie, ich habe, als ich irgendwie 5 war, mal da irgendwas gegessen, was mir nicht geschmeckt hat und deswegen bin ich negativ geprägt. Alles, was ich jetzt bisher gegessen habe, fand ich richtig geil. Das ist irgendwie. Also irgendwie, oftmals habe ich den Eindruck, dass manchmal die Mayonnaise mir irgendwie mit der Zeit eklig wird, aber ich habe da jetzt auch lange nichts mehr gegessen, also kann ich nicht viel sagen. Ne? Aber derselbe Kritikpunkt wie bei allen bisherigen, es ist zugemüllt mit Geschmacksverstärker ohne Ende. Okay, jetzt kommen wir zu Kentucky Fried Chicken. Ich glaube, große Worte müssen wir nicht mehr verlieren, weil wir ja bereits schon ein bisschen über unseren Geschmack uns ausgelassen haben. Extrem fettiges, unförmiges Hühnchen. Und gemanchen. Die Chicken Wings und die Hühnercoin schmecken gleich. So. Das sollten sie eigentlich auch, oder? Naja, finde ich, naja, egal. Naja, bei McDonald's ist es hier so, dass der McChicken Burger da das Chicken anders schmeckt als die Nuggets. Ja, das liegt daran, dass es, glaube ich, ich weiß nicht, das ist bei McDonald's ist da sowieso irgendwie. Okay, dann jetzt zu den Buden ganz kurz. Also zu einer Dönerbude gehe ich eigentlich, nee, McDonald's eigentlich extrem häufig hin. Also vor allem zu Dönerbuden. Also ich würde auf jeden Fall eine Bude, auf jeden Fall einem McDonald's oder was auch immer vorziehen. Zum Beispiel das Hühnchen, ja. KFC-Hühnchen schmeckt so scheiße im Vergleich zu einem richtig guten. Also es kommt natürlich auf die Bude an, aber also verkackt so gegen diese ordentlichen Brathähnchen, die da gedreht werden über dem Feuer. Ja, und dann einfach so eine Hähnchenhälfte ist einfach mal 1000-mal geiler als so ein Eimer mit irgendwelchem unförmigen, vergewaltigten Hühnchenbeinen, ja. Ich glaube, von den ganzen Fastfood-Ketten, die wir hier aufgesehen haben, sind die Buden fast sogar das gesündeste, oder? Ja, tatsächlich, da sogar Salat teilweise im Döner ist. Natürlich, bei McDonald's gibt es auch Salat, aber ob der jetzt so das war, gelbe vom Eis, weiß ich auch nicht. Ist halt, ist wahrscheinlich okay, denke ich schon. Ja, und es gibt ja noch andere Buden, Currywurst-Buden, Currywurst ist auch geil. Nee, aber das Ding ist halt, dass der Unterschied ist halt, bei McDonald's bestellt man halt in den seltensten Fällen Salat, ja. Also wer... Das ist nur für Wannabe, ihr Selbstbewusstsein. Das sind so für Leute, die, ach ja, ich muss auf meine Figur achten, ja, dann gehe ich zu McDonald's und bestelle mir Salat.
Also Ja, für die also Eltern, wenn ihr euer, wenn euer Kind genau, die unbedingt Eltern etwas, gucken das hier auch. wenn euer Kind unbedingt Fastfood essen will, dann schickt ihr am besten zu Also, meinem falls ihr Bruder. eines Tages mal Eltern werden solltet, dann schaut dieses Video nochmal und erinnert euch daran, was Ja. Sergio jetzt zu sagen hat. Dann schickt euer Kind am besten zu einer Bude, wenn es unbedingt zu einem Fastfood will, weil dann sterben die nicht an, weiß ich nicht, an. Naja, gut, aber nicht alle Buden sind so gut, oder? Naja, also ich denke, es kommt halt darauf an, was man da isst, ne? Also generell. Aber ihr sitzt ja eh so Es gerade in ist einer halt, es ist halt, Bude. irgendwie, es ist halt Fast Food, ne? Da muss man, es geht ja gar nicht darum, um Gesundheit oder so, es geht einfach, ja. So, Also, Preis-Leistung. nur ganz kurz noch meine Lieblinge, will ich ganz kurz sagen, von diesen ganzen Dingern, Wieso? die wir genannt Die haben. hier sind, das kommt doch danach, du. Oh, stimmt, hast recht. Okay, so, also Preis-Leistung. Bei McDonald's sind die Sachen sauber teuer. Punkt. Ja, bei Burger King geht's so. Ey, Bei das. Nordsee weiß ich nicht. Also bei McDonald's ist das Schlimme eben, du bezahlst viel Geld für eine Menge, die dich nicht mehr dein Magen vollschlägt, richtig? Ja. Hier, sechs Nuggets, wie viel hat das gekostet? 4 € oder so. Und sechs Nuggets reichen echt nicht aus, um jemanden satt zu machen. Bei Burger King, ich war das so lange nicht mehr bei Burger King. Ich glaube, bei Burger King war es aber ein bisschen sättigender. Oder, weiß ich nicht, oder? Ja, es ging. Also da halten sie sich, glaube ich, in etwa die Waage. Also Burger King ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Also Also es Nordsee, schmeckt aber besser. Nordsee weiß ich ja, nicht, weiß ich nicht. da wurde ich satt, immer. Bei Ja, du bist ja Kentucky, auch so ein komischer Vogel, der ich weiß isst ja nicht, fast nie war was. Nordsee teuer? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es geht Mittelding so. Also ich denke, aber sie sind auf keinen Fall viel besser als die anderen sind sie nicht. Burger King war ungefähr jetzt im selben Preis von McDonald's, oder? Also KFC haben wir, also für euch vorgestern, Also haben wir KFC. irgendwie, wie viel haben wir da bezahlt? Ihr habt das gekauft, ich weiß es Das nicht. war also für 4 Personen 30 Euro. Ja, aber Also es zumindest ist, der da waren dann auch Vorteil. alle satt, ja. Auch wenn sie alle leichtes Ekelgefühl am Ende hatten von dem Zeug Da irgendwie. ich nur McDonald's-Kram gewohnt war, war ich sogar überrascht, wie viel Chicken Wings ich da hatte. Ja, und aber McDonald's kann man ja für ein paar Euro im Prinzip schon 4 Nuggets irgendwie kaufen. So ist so lächerlich teilweise die Portion. Also beim Preis der Bude muss man jetzt, habe ich nichts auszusetzen, da ist Also also alles ehrlich gut. gesagt, das ist, glaube bei den Buden ist das Preis-Leistungs-Verhältnis lustigerweise am besten. Da sie da nicht 300% Gewinn rausschlagen wollen, sondern mal eben nur 200 vielleicht. Was ja auch reicht schon. Aber naja, die anderen können sich's halt leisten, weil sie so einen guten Ruf haben. Okay, so und jetzt kommen wir mal zum letzten Punkt. Haben wir eigentlich erwähnt, dass Nordsee Fisch ist? Egal. Ich hab vorhin gesagt, dass es nach Fisch stinkt bei Nordsee immer Okay, ja, einfach. dann, ja. So, also jetzt kommen wir zum vorletzten Punkt, Lieblingsfastfood. So, jetzt mal ganz kurz meine Top 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ja, also auf Platz 1, jetzt wo ich mir mal drüber nachdenke, kann es sogar echt sein, dass es die Buden sind. Ich gehe zu den Buden nicht fast lieber hin als zu McDonald's. Ich gehe zwar eher zu McDonald's, weil ich ja gerade neue Spange habe und ich nicht weiß, ob ich das Essen da essen kann. Ja, also ich gehe, aber wenn, dann würde ich eigentlich eher zu den Buden gehen, weil bei Buden schmeckt das Essen einfach immer gut, finde Also für ich. Und es mich, macht satt. also zumindest, ja genau, das stimmt schon. Auf Platz 2 würde ich dann Burger King nehmen. Ich würde auf Platz 2 Nordsee für mich nehmen. Na gut, dann machen wir Nordsee, weil das scheint ja ganz gut zu sein. Und dann kommt für mich Burger King, Dann dann. kommt Burger King, dann okay, nee, McDonald's, können wir, also, nee, Ja. KFC hat aber besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, auch wenn sie Ja. Hühnchen von hinten nehmen den Wobei ganzen vom Tag. Geschmack her sogar. Und auch wenn es bescheuert ist, ich irgendwie McDonald's eher mag als KFC. Ist irgendwie so. Das stimmt vielleicht. Ich weiß es nicht. Wir haben ja auch nur eine Sache ausprobiert. Also, ich denke, also packen wir erstmal noch nach vorne McDonald's aus Gründen der Historie. Und ich mag den KFC-Typen nicht. Der hat so ein hässliches Gesicht. Glaube Deswegen wirklich, packen der wir den einzige letzten. Grund, warum McDonald's beliebter ist als Burger King, ist, dass McDonald's viel mehr Filialen hat. Filialien? Filialen. Ja, weißt du, was ich meine. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich der einzige Grund. Burger King hat viel zu wenig Filialen in der Gegend und so. Unser Fazit ist natürlich absolut klugscheißermäßig. Esst kein Fastfood. Fastfood ist ungesund. Geschmacksverstärker ist böse. Ihr werdet Aber es alle schmeckt fett und so rund. gut. Oh, es schmeckt so gut. Nee, jetzt ernsthaft. Fastfood ist total geil und wir sind alle rund und so. Wenn. Also ich esse eigentlich immer Fastfood, wenn ich gerade zu faul bin, um mir ein Brot zu schmieren, dann kaufe ich mir schnell was bei McDonald's oder so. Ja, okay. Also McDonald's muss man ja nur. Sergio ist ja, was so Selbstversorgung angeht, recht Der Meister.
Also so der. Ich kann mir sogar ganz alleine. Ich kann sogar ganz alleine zu McDonald's gehen und Geld auf den Tisch legen. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Und dann liegt es da. Na, zumindest bin ich in der Lage. Du sagen, was du genau willst, das muss dann niemand anders übernehmen, ne? Ja, also ich denke, das war jetzt das Commentary. Schreibt in den Kommentaren, was eure Lieblingsfilial-Lalala ist. Mhm. Ja. Ja. Okay, ich glaube. Und erinnere mich nachher daran, ich will über die Gesichter von allen Typen, die im Gameplay erschossen werden, irgendwie diesen KFC-Typen. Und schreibt gefälligst wirklich was. Mann, ich will Kommentare haben. Ja. Schreibt was! Sonst komme ich her und gebe euch mal einen Teddybär. Yeah. Falls ihr das noch seht, schreibt was. Wir würden uns sehr freuen. Also nachdem Sergio jetzt anderthalb Stunden gesagt hat, schreibt was, würde ich mal dann sagen, auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Be advised, hostile lightning strike inbound. Pre-mark 1-1, ready for tasking. Stealth chopper inbound. Target locked. Advised hostile care package inbound. Friendly care package inbound. Bangs out. UAV awaiting orders. To confirm. UAV inbound. Sentry gun ready to deploy. Out. Be advised, your sentry gun has been destroyed. Confirmed. One EKIA.